Musikantenscheune zwischen Wiese, Wald und Sand. Musikanten, gute Laune und wir laden alle ein, musikalisch hier mit uns vergnügt zu sein. Musikantenscheune hier im Brandenburger Land. Musikantenscheune zwischen Wiese, Wald und Sand. Musikanten, viele Gäste kommen heute auf unseren Hof. Musikanten, tolle Stimmung, heute ist Schwung. Fühlt euch wie zu Hause, hier in unserer Klause. Gibt es keinen Stress mehr, denn das ist nicht schwer. Mit Schunkeln, Klatschen, Singen, wenn die Lieder klingen. Hört dem Stein mit Kuh zu, macht sie nur noch Mu. Musikantenscheune, so im Brandenburger Land. Musikantenscheune, zwischen Wiesen, Wald und Sand. Musikanten, liebe Gäste, heute auf unseren Hof. Musikantenscheune, hier ist heute Schwung. Musikantenscheune aus dem Brandenburger Land. Musikantenscheune zwischen Wiesen, Wald und Sand. Musikanten, gute Laune und wir laden alle ein. Musikantenscheune, schauen Sie doch mal rein. Musikantenscheune, schauen Sie doch mal rein. Und ein herzliches Willkommen, liebe Zuschauer. Ich hoffe, Ihr ganz persönliches Osterhäschen war einigermaßen fleißig. Und das hier ist übrigens ein waschechter märkischer Osterhase. Und über ihn werden wir heute noch so ein bisschen was erfahren. Aber ich kann Ihnen erstmal schon vorab verraten, er ist eine Sie, heißt Inge und kommt aus der einzigen Porzellanmanufaktur Brandenburgs in Güterfelde. Ansonsten liegt ja die Herkunft des Osterhasen an sich leider völlig im Dunkel der Geschichte. Der Dichter Eduard Mörike zum Beispiel erklärte die Herkunft des Osterhasen aus einem gewissen Arbeitskräftemangel in den Zeiten der Vollbeschäftigung. Die Sophisten und die Pfaffen stritten sich mit viel Geschrei. Was hat Gott zuerst erschaffen? Wohl die Henne? Wohl das Ei? Wäre das so schwer zu lösen? Erstlich ward ein Ei erdacht. Doch war noch kein Huhn gewesen, Schatz, so hat's der Has gebracht. Es ist schon eine ziemliche Eierei mit den Osterhasen. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte oder im Wein. In Vino Veritas singt uns jetzt das erfolgreichste Gesangsduo der Schweiz, Vreni und Rudi. Schenk ein Gläschen ein, denn die Wahrheit liegt im Wein. In Vino, in Vino, in Vino Veritas. Auch die Liebe macht mehr Spaß, in Vino Veritas. Das Leben ist wie ein Wunder, man wundert sich jeden Tag. Es geht mal rauf und mal runter, man tut doch was man nicht mag. Doch einmal muss Schluss sein, Karamba. Heute sind wir mal richtig gut drauf. In Vino, in Vino, in Vino Veritas. Komm und schenk ein Gläschen ein, denn die Wahrheit liegt im Wein. In Vino, in Vino, in Vino Veritas. Auch die Liebe macht mehr Spaß, in Vino Veritas. Es erlauben, was man am Tage verschweigt. Wir schauen uns tief in die Augen, auf dass es immer so bleibt. Dann stoßen wir an auf die Träume, die manchmal der Wein in uns weckt. In Vino, in Vino, in Vino Veritas. Komm und schenk ein Gläschen ein, denn die Wahrheit liegt. Die Liebe macht mehr Spaß in
Der Gast hat einmal gesagt, der Mensch lebt sein Leben und entscheidet frei, welche Schätze er sammelt. Dieser Mensch konnte als Mitbegründer der Kastelroter Spatzen viele Jahre lang alles einsammeln, was in der Musikwelt gut und teuer ist. Gewissermaßen goldene Eier ohne Ende. Aber dann hat er sich plötzlich für ganz andere Schätze entschieden. Für seine Frau Alma, seine Söhne Daniel und Ivan und für die heimischen Berge in Südtirol. Seit einiger Zeit ist er wieder unterwegs und heute bei uns hier in der Musikantenscheune. Herzlich willkommen, Oswald Sattler. Der Bub sagte mir, mein Vater ist reich, doch leider hat er für mich keine Zeit, die Berge zu sehen, durch die Wolken zu gehen. Das waren seine Träume, er tat mir fast leid. Ein Fußballspiel sehen, komm mit, lass uns zwei ins Stadion gehen. Ich habe mit ihm einen Drachen gebaut, er hat ihn voll Freude dem Wind anvertraut. Ich habe mir gerade so überlegt, du müsstest dich ja eigentlich bei uns sehr, sehr wohl fühlen, denn wir sind ja so richtig auf dem Lande. Es stimmt auch. Ich fühle mich sehr wohl hier. Es ist wie zu Hause, nur das Vieh fehlt. Ja, entschuldige mal, was ist denn das? Ja, das ist schwach. Also so kann man das auch nicht sehen. Wie läuft denn so das ganze Jahr auf dem Sattlerhof ab?
Ja, es ist so, dass ich in der Früh normalerweise um 6 Uhr aufstehe, versorge das Vieh. Um 7 Uhr gibt es Frühstück, das macht die Frau, bevor die Kinder zur Schule gehen. Ich dachte, du machst das Frühstück. Ab und zu fürs mal? Fürs Vieh. Oh, fürs Vieh ist ja auch wichtig. Genau. Klar. Ja, aber du bist doch jetzt wieder so viel in Sachen Musik unterwegs. Schaffst du das denn? Ja, ich finde, ich schaffe es recht gut, weil ich das einteile. Ich mache im Sommer, Herbst mache ich wenig. Da bin ich zu Hause, das ist die größte Arbeit zu Hause. Und im Winter gehe ich gerne ins Fernsehen und mache meine Tournees bis Sommer. Also, weil du hast jetzt ja nicht nur diesen Hof, sondern du hast ja auch noch eine Gastwirtschaft. Ja, das mache ich. Da findet man dich ja auch und da arbeitest du ja auch noch. Das mache ich im Sommer, genau, wenn ich wenig Termine mache. Dann bin ich zu Hause in der Gastwirtschaft, das betreibe ich mit der Frau. Es kommt auch darauf an, wie viel Arbeit es ist. Wenn mehr Arbeit ist, dann wird eine Köchin oder so angestellt, aber sonst machen wir es zu zweit. Also unser Koch ist heute wieder René Tümmel vom Hotel Residenz am Motzener See. Hallo René, grüße dich ganz herzlich. Was gibt's denn bei uns heute? Ja, wir werden heute in unserer Musikantenscheunenküche einen Gemüsestrudel mit einer Kräutersoße zubereiten. Und ich denke, nach den ganzen Ostersonntagsbraten und Karfreitagsfischen wird also etwas Leichtes genau das Richtige für unsere Gäste sein. Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Und was müssen wir zuerst machen? Ja, wir werden natürlich zuerst den Strudelteig ansetzen. Dazu benötigen wir Mehl, Eier, Wasser, Butter und Salz. Die geben wir in eine Schüssel, vermengen alles miteinander. Ich habe das hier schon mal vorbereitet und lassen den Teig dann eine halbe Stunde ruhen. In der Zwischenzeit werden wir das Gemüse vorbereiten. Ihr, an was macht der Oswald? Ja, wir werden zusammen die Möhren schälen. Und hast du schon mal eine Möhre geschält? Eigentlich nicht, nein. Eigentlich nicht? Aber das, also das dann ist möchte auch ich mal jetzt sehen, wie das hier losgeht. Aber wie man das Messer in die Hand nimmt, das weißt du. In der rechten Hand. In die rechte Hand. Ja, also, genau. Da fangen wir doch erstmal an. Also, meine Herren, wir sind gespannt. Toi, toi, toi. Und viel Spaß. Oswald, komm ran. Ja. Na, los. Wir erwarten jetzt eine junge Sängerin aus der Schweiz. Die hat eine Schule besucht, da klingt der Name schon wie eine Sinfonie. Sie war an der École Supérieure de Commerce La Neuville. Leider hat das so gut wie gar nichts mit Musik zu tun. Es handelt sich nämlich um eine kaufmännische Berufsschule. Heute geht sie aufs Konservatorium, obwohl sie das genau genommen gar nicht mehr nötig hätte. Denn spätestens seit dem Grand Prix der Volksmusik 1998 ist sie eine der Stars der Volksmusik. Guten Abend und herzlich willkommen, Francine Jordi. Da steht sie unterm Dach, eine große Kiste mit Spielzeug vollgepackt. Ich hab in ihr herumgekramt und dabei fand ich ihn, den kleinen Kerl aus Holz, der über meinem Bett mal hing. Ich wusste gar nicht, dass es ihn noch gab, die Freude, als ich ihn nun bunt bemalter Hampelmann. Ich zieh an deine Schnur und fange gleich zu träumen an. Charlie, ein liebes Stück Vergangenheit. Komm, lass uns auf die Reise gehen, dann kann ich sie noch einmal sehen. Die schönen Jahre meiner Teddy, dem ein Auge fehlt, das kleine Schaukelpferd. Barbie mit dem Blondschopf und auch der Puppenheld. Vor mir erwacht ein Wunderland aus einem tiefen Schlaf. Da spiele ich mit Freunden, die ich seitdem nie mehr traf. Doch einer, der mir noch von damals blieb, der zaubert mir die Kinderwelt zurück. Ich zieh an deine Schnur und fange gleich zu tun.
Belzig. Das ist nur ein paar Kilometer hier von Diedersdorf entfernt, hat im Jahre 1903 ein gewisser Herr Quade Folgendes notiert. In der ersten Osternacht gehen die jungen Mädchen zum Bache, um Osterwasser zu holen. Es muss um 12 Uhr geschöpft werden. Auf dem Hin- und Rückweg darf kein Wort gesprochen werden, denn sonst wird es Plapperwasser und verliert seine Kraft. Das Osterwasser bleibt das ganze Jahr über frisch und erhält als Waschwasser benutzt die Jugend und die Schönheit. Also ich glaube, diesen Rat haben meine nächsten Gäste befolgt. Jetzt kommen nämlich 4 fesche Burschen. Sie feierten im vergangenen Jahr ihr 15-jähriges Bühnenjubiläum und da gab es im Stubaital eine Riesenparty. Da sollen sogar die Berge gewackelt haben. Das einzige Trio der Welt, das eigentlich ein Quartett ist, sorgt für Stimmung und gute Laune. Sie erinnern sich, 1991 gewannen sie den Grand Prix der Volksmusik mit ihrem Hit »Hast ein bisschen Zeit für mich«. Natürlich haben wir Zeit für Sie und für Ihren aktuellen Titel »In der Nacht des Kometen«, das Alpentrio Tirol. Sternenstaub in deinem Haar, nie war eine Nacht so klar. Und ich hielt das Glück der Welt in meinen Armen. Die Erde hielt den Atem an und ein Komet zog seine Bahn weit hinaus in die Unendlichkeit, doch etwas bleibt. In der Nacht des Kometen hab ich dir meine Liebe geschworen. Es war wie ein Zeichen des Himmels, wir sind füreinander geboren. Erst in 3000 Jahren kommt die Nacht des Kometen zurück. Wird es auf unserem Planeten dann das Wunder der Liebe noch geben? Möchte ich es mit dir erleben, eine Ewigkeit lang mit dir. Du kamst aus der Einsamkeit, unser Weg war sternenweit und wir mussten erst das Staunen wieder lernen. Deine Sehnsucht wieder frei, sag mir, dass ich wieder träumen kann, fang nochmal an. In der Nacht des Kometen hab ich dir meine Liebe geschworen, es war wie ein Zeichen des Himmels, wir sind füreinander geboren. Erst in 3000 Jahren kommt die Nacht des Kometen zurück. Wird es auf unserem Planeten dann das Wunder der Liebe noch geben? Dann möchte ich es mit dir erleben, eine Ewigkeit lang mit dir. Eine Ewigkeit lang nur mit dir. Ich habe Ihnen ja vorhin schon mal unseren märkischen Osterhasen gezeigt. Und der Kleine hat nämlich 2 Väter, Thomas Adam und Stefan Ziege. Die beiden betreiben die einzige Porzellanmanufaktur im Lande Brandenburg. Ich sage erstmal ganz herzlich willkommen. Guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Ja. Was halten Sie denn eigentlich von diesem Spruch, Scherben bringen Glück? Wir hatten 1990 unsere erste Ausstellung, unsere erste Porzellanausstellung und hatten in der Ausstellung einen lebenden Elefanten drinne und seit diesem Tag bringen uns Scherben eigentlich Glück. Das ist doch sehr schön. Es gibt ja nun schon sehr berühmte Manufakturen, also in Meißen oder in Berlin zum Beispiel. War das jetzt nicht doch ein bisschen sehr mutig von Ihnen, eine eigene zu gründen? Mutig war es bestimmt. Wir haben nur nicht weiter darüber nachgedacht. Wir haben einfach angefangen. Wir haben die Manufaktur gegründet in dieser Zeit 1990, wie Thomas sagte.
und haben einfach angefangen, Sachen zu machen, die uns gefielen, die den Leuten gefallen, witzige kleine Tierfiguren, und damit begann es, ja. Ja, also, ja, bitte? Wir haben zuerst Industriedesign gemacht und haben uns dann von jemandem überreden lassen, mit den Sachen, die wir in Porzellan selber hergestellt haben, auch mal auf die Messe nach Frankfurt am Main zu fahren, die weltweit in der Art die größte ist. Und kamen nach Hause, hatten Kunden in Tokio, in New York, in Schweden, in weiß ich überall, und haben uns dann hingesetzt und haben gesagt, wie sollen wir das jetzt herstellen? Und so sind wir eigentlich als Manufaktur geboren worden. Also es scheint ja wirklich, die Welt hat auf euch gewartet, oder besser gesagt auf eure Tiere. Denn wenn ich das hier sehe, die sind ja wirklich einmalig. Doch, ja. Also wir haben da zum Beispiel, wenn ich das mal zeigen darf, hier den legendären japanischen Nasenhai, der heißt Haiko. Dann haben wir hier die Eule Waltraut, das ist ein Salzstreuer. Dann haben wir den, das ist etwas schwierig jetzt, den walisischen Waldwitter Werner Würmann, den man als Flaschenkorken verwenden kann. Herr Ziege, ich habe jetzt mal eine Frage. Ist hier auch eine Ziege dabei? Nein, der Entwurf liegt also seit Jahren schon rum. Unter Verschluss, es gibt keine Ziege. Einen Adamsapfel haben wir mal gemacht. Auch nicht schlecht. Aber dafür gibt es auch unglaublich viele Frösche. Und ich glaube, das sind ja die Stars Ihrer Kollektion, die Frösche. Das sind die absoluten Stars. Sie haben ja einen ganzen Zauber. Ihrer ist so ein bisschen bunter. Ja. Wie heißen die denn bitte? Die heißen Herr Weber. Kann man das jetzt einfach so sagen? Darf ich vielleicht mal sagen, die Tendenz geht ja zum Zweitfrosch. Da haben wir, wenn ich Ihnen dann mal einen so Frosch anstecken darf? Ja, meine Kostümbildnerin freut sich, nur ran damit. Wir haben lange überlegt, welcher zu der Jacke passt. Es geht ein bisschen schwer. Ganz vorsichtig, vielen bitte. Dank. Sanitäter sind sehr draußen, schön. Aber trotzdem. Sehr ich mach's mal sofort. Ja? Ja. Die Frösche sind aus Spaß entstanden, wie so vieles bei uns, als einzelner Frosch zum Anstecken. Die Kunden kamen dann und haben gesagt, auch können wir einen Frosch auf die Kanne haben, können wir einen Frosch auf eine Vase haben. Wir hatten dann selbst sehr viele Ideen, was man mit dem Frosch noch alles machen kann, was man hier auch sehen kann. Und so entstand das mehr und mehr, dass wir bei den Kollegen in Meißen zum Beispiel die Froschbande heißen. Wo könnte ich denn jetzt zum Beispiel so eine kleine Diedersdorfer-Maus herkriegen? Ab Werk oder im Geschäft? Ja, also unsere Manufaktur ist ja nun, ich sag mal, circa 6 bis 7 Kilometer von hier entfernt, um die Ecke. Aber wir haben in Kleinmachnow noch einen Laden und dort verkaufen wir, ich sag mal, praktisch ab Werk, und dort haben wir sämtliche Artikel in unserer Galerie im Zehlendorfer Damm. Und irgendwann auch die Diedersdorfer Musikantenmaus. Da würden wir uns aber sehr, sehr freuen. Ja, und wie macht man denn heutzutage Porzellan? Wie zu Zeiten des alten Böttcher oder wie? Also wir arbeiten wirklich noch wie zu Zeiten des alten Böttchers. Also wir haben noch Uralttechniken ausgegraben. Unsere Malerei ist unter der Glasur. Das sind Techniken, die uralt sind, heutzutage kaum noch Verwendung finden. Und jedes Stück ist bei uns wirklich Handarbeit. Wenn Sie also zwei Hasen nebeneinander setzen, da schielt wirklich jeder andere. Weil bei uns schielen ulkerweise alle Tiere. Das ist so ein bisschen, das muss. Also jeder muss praktisch einen kleinen Silberblick haben. Ja, doch. Gut, das könnten wir heute noch ein bisschen üben. Dann habe ich den vielleicht auch am Schluss der Sendung. Man weiß ja nicht. Ich schiele jetzt dann nämlich gerade zu Ihren großen Fröschen. Das ist ja wirklich ein Wahnsinnswerk. Es war ein großer Spaß, sehr kurzfristig für die Messe Frankfurt am Main eine Sonderschau zu bestücken zum Thema Hochzeit. Und wir haben mit den vielen Fröschen, die wir im Betrieb haben, einfach gesagt, der Froschkönig heiratet. Und im Märchen ist es so, am Ende wirft die Prinzessin den Frosch, der geküsst werden möchte, an die Wand, damit er sich in einen Prinzen verwandeln kann. Aber das macht doch heutzutage keiner mehr. Wer wirft denn die armen Frösche an die Wand? Unsere Prinzessin küsst den Frosch, verwandelt sich selbst in einen Frosch und sie leben trotzdem glücklich und können heiraten, ohne Probleme. Wie viele Beschäftigte hat die Manufaktur? Wir haben jetzt 7 Beschäftigte. Und bilden Sie auch junge Leute aus? Und wir bilden auch aus. Seit 1994 regelmäßig. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Es war sicher nicht nur für mich sehr interessant. Vielen Dank, Thomas Adam und Stefan Ziege. Dankeschön. 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 Die beiden Porzellanmacher müssen sich von jedem Stück ja irgendwann trennen. Und da haben es die Musikanten besser. Ein Lied kann man immer wieder singen oder auf einer CD verkaufen und muss sich trotzdem nicht davon trennen. Es gibt eine Sängerin, der das ganz besonders schwer fallen würde. Sie hängt nämlich sehr an ihren Liedern. Ich kann nur Lieder singen, die mir aus dem Herzen sprechen. Man sollte sich zu seinen Wünschen und Sehnsüchten bekennen.
Aber steckt nicht in jedem von uns eine romantische Seele? Meine Damen und Herren, hier ist Mara Kaiser. Eigentlich Saisoneröffnung? Bei uns zu Hause ist im Juni Saisoneröffnung, wenn es so richtig schön warm wird, wenn die Wanderwege richtig zum Laufen sind und dann kehren die Gäste bei uns ein. Da gibt es warme Speisen, es gibt auch kalte Speisen, zum Beispiel der bekannte Südtiroler Speck oder Brot. Da gibt es das Schüttelbrot, das ist so Fladenbrot, richtig dünn. Das schmeckt Ihnen auch recht gut. Und das stimmt, lecker. Und ja, auf jeden Fall. Und das dauert so bis Mitte Oktober. Dann wird wieder zugemacht. Aber Gemüsestrudel gibt es bei euch noch nicht? Nein, es gibt, bei uns gibt es den Apfelstrudel. Ist auch nicht schlecht. Ja. Aber was macht unser Gemüsestrudel, bitte schön? Ja, wir haben das Gemüse geputzt, im Salzwasser bissfest gegart und abgeschreckt. Was Sie für Gemüsesorten verwenden, liebe Zuschauer, ist ganz Ihrer Fantasie überlassen. Wir haben uns hier für Blumenkohl entschieden, Brokkoli, Möhren, Kaiserschoten und Kohlrabi. Die Gemüsebrühe kippen Sie bitte nicht weg. Die verwenden wir nachher noch für die Herstellung unserer Kräutersoße. Den Strudelteig, den haben wir hier dünn ausgerollt und dann gezogen mit den Händen, wie das üblich ist beim Strudelteig. Der Oswald als Österreicher kennt das ja, er war mir dabei sehr behilflich. Ja, und nun werden wir den Strudel zusammenrollen und in den Ofen schieben. Ja gut, und was trinken wir nachher dazu? Natürlich Osterwasser. Osterwasser? Naja, wer es nicht ganz so kräftig mag, der kann sich ja vielleicht doch lieber für einen etwas milderen Saale-Unstrut-Wein entscheiden.
Das ist eine gute Idee. An der Saale gibt's nicht nur Wein, sondern auch Musikanten. Aber die singen natürlich vom Wein. Aus jedem Weinglas schaut mich ein Engel an. Da kann man ja nur sagen, guter Tropfen. Die gebe ich einen Steiner. Der Wein vom schönen Saalestrand liegt hier in jedem Keller. Und wenn wir vor den Fässern stehen, schlägt unser Herz gleich schneller. Wir wissen, in den Fässern ist der Sonnenschein gefangen. Wir lieben diesen Sonnenschein in unserem edlen Wein. Aus jedem Weinglas schaut dich ein Englein an. Das musst du küssen, so oft dein Mund das kann. Vergiss die Sorgen, trink vom edlen Wein. Dann wirst auch du bald selber ein süßer Engel sein. Dann wirst auch du bald selber ein süßer Engel sein. Man kann bei uns im Saaletal so viele Englein sehen. Meine Damen und Herren, wenn bei Ihnen das Osterwetter nicht ganz so war, wie Sie das gerne gehabt hätten, seien Sie nicht nachtragend. Der April hat nämlich auch nur ganz menschliche Schwächen. Bald trüb und rau, bald licht und mild. April, des Menschen Ebenbild, sagt ein Sprichwort. Im Übrigen hat schlechtes Wetter im April auch sein Gutes, wissen jedenfalls die alten Bauernregeln. Wenn der April bläst rau ins Horn, so steht es gut um Heu und Korn. Liebe Zuschauer, haben Sie schon mal was von der schönsten Straße in den Bergen gehört? Via Bella Rosa heißt sie. Und Oswald Sattler führt uns dorthin. Musikalisch, versteht sich. Via Bella Rosa. Bella Rosa, der Kleine.
Ich bin nämlich wirklich gespannt, was ihr hier beide angerichtet habt. Ja, das ist ja nun unser gemeinsam zubereiteter Gemüsestrudel. Gut sieht's aus. Ja, ist ja auch kein Wunder. Die Gemüse stammen ja alle aus Brandenburg. Und was hast du jetzt alles gemacht? Wir haben den Strudel dann in den Ofen geschoben, ca. 15 Minuten bei 175 Grad, fertig gebacken. Dazu haben wir eine Kräutersoße gekocht, aus dem Gemüsefond, Sahne, eine Mehlspitze gemacht, Kräuter rein. Auch ganz nach Ihrem Geschmack, liebe Zuschauer. Sie können alles reinmachen, Basilikum, Petersilie, Dill, je nachdem, was Sie gerne mögen. Ab sofort, liebe Zuschauer, gibt es die Rezepte aus der Musikantenscheune in diesem Heft, wenn Sie wollen. Die Adresse blenden wir zum Schluss der Sendung ein. Darf ich mal fragen, was ist das jetzt? Was macht ihr jetzt? Na, das ist das Hundefutter. Oh, hätte ich fast vergessen. Den kleinen Liebling Bari von Vreni und Rudi. Läuft's nicht rund, denn wir haben einen Hund. Er meint alles, was er nimmt, sei für ihn bestimmt. Stiefel packt er sorgenfrei, knackt sogar ein Hühnerei. Doch sein allergrößter Stolz ist sein Fass aus Holz. Unser Bernardine, das ist ein Schlawine. Versteckt sich hinterm Haus und saugt auf sein Fässchen aus. Unser Bernhardine, das ist ein Schlawine. Schleicht verschwitzt ins Kämmerlein und schläft zufrieden ein. Schlitzohr dieser Hund. Abends wird's besonders nett, denn er legt sich auf das Bett. Kaum hat er sich installiert, ist es schon passiert. Denn er hat schon längst entdeckt, wenn er seine Pfoten streckt, schlafen wir dem Hund sei Dank auf der Ofenbank. Unser Bernhardine, das ist ein Schlawine, legt sich ganz bequem zu Ruhe und hört einfach nicht mehr zu. Unser Bernhardine, das ist ein Schlawine, schleicht verschwitzt ins Kämmerlein und schläft zufrieden ein. Unser Bernhardine, das ist ein Schlawine. Steckt sich hinterm Haus und seift dort sein Fässchen aus. Unser Bernhardine, das ist ein Schlawine. Schleicht verschwitzt ins Kämmerlein und schläft zufrieden ein. Also ich muss gestehen, Vreni und Rudi, das gefällt mir natürlich besonders gut. Fährt er gerne mit euch auf Tour? Ich muss sagen, er kommt sehr gerne mit, aber wir steigen natürlich auch alle Stunde aus, weil das ist uns sehr wichtig, dass es ihm gut geht, auch auf der Fahrt. Ja, das wird ihm ja gerade gefallen. Ja. Und wer gibt zu Hause bei euch den Ton an?
Also oder anders, wer hat ihm die Flötentöne beigebracht? Auf keinen Fall ich. Eine von den beiden immer. Ja, 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 ja. Also, wir haben es schon gehört, normalerweise ist es so, Petra, dass er bei diesem Titel normal nur den Statisten spielt und nachher eine Jodeleinlage zum Besten gibt, aber anscheinend gefällt es ihm so gut, hier bei dir, mit deinen Gästen, dass er schon zu früh angefangen hat. Bari, kommst du auch mal hierher? Komm mal, süß. Wollt ihr noch eine Kostprobe hören, schnell? Ja, ich wollte gerade fragen. Könntest also, du bitte noch mal was für uns machen, ja? Das wäre schön. Schau, das alten... Meine Damen und Herren, das war die Musikantenscheune am Ostermontag. Sollten Sie über Ostern Wäsche gewaschen, Betten bezogen oder die Haare geschnitten haben, dann haben Sie Pech. Denn das alles soll nämlich überhaupt kein Glück bringen. Aber Musikantenscheune gucken ist dagegen völlig ungefährlich. Ganz ohne Risiken und Nebenwirkungen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen in der Musikantenscheune. Aus dem Brandenburger Land, die Musikantenscheune, zwischen Wiese, Wald und Sand. Musikanten, viele Gäste kamen hier auf unseren Hof. Musikanten, frohe Stimmung, heut war Schmuck. Musikantenscheune, hier im Brandenburger Land, die Musikantenscheune, zwischen Wiese, Wald und Sand. Musikanten, liebe Gäste, vielen Dank, auf Wiedersehen. Am schönsten ist, dann sagt man, soll man gehen. Musikantenscheune, so im Brandenburger Land. Musikantenscheune, zwischen Wiese, Wald und Sand. Musikanten, liebe Gäste, hat es Ihnen Spaß gemacht? So wie uns, das wäre toll, sowas gedacht. Musikantenscheune, aus dem Brandenburger Land. Musikantenscheune, zwischen Wiese, Wald und Sand. Musikanten machen Laune und wir laden herzlich ein, auch beim nächsten Mal mit uns dabei zu sein. Musikantenscheune, schauen Sie wieder rein. Burg Katz.